selbst finden Sie sich damit ab. Sie müssen sich ernsthaft mit Kate über Ihre wirkliche Herkunft unterhalten. Niemals. Keine Ausreden. Sie wird bald genug erfahren, dass Alice fortgeht. Und das andere Geheimnis wird sie Ihnen nicht verzeihen. Sie muss den Grund nicht kennen. Nicht? Sie wird Sie für Alice' Abreise verantwortlich machen. Wollen Sie das? Nein, ich will das. Kate hat recht. Ich mache immer das Falsche, wenn es um Sie geht. Hören Sie, wenn wir in der Baker Street sind, werde ich Ihnen dabei helfen. Fahrer, warum halten wir an? Die Straße zum Platz ist blockiert, Sir. Warum? Es gab wohl einen schlimmen Unfall. Na, wunderbar. Gehen wir, es könnte Verletzte geben, die Hilfe brauchen. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Sherlock Holmes The Devil's Daughter. Die Pupillen sind verkleinert, bewegen sich aber. Er ist noch am Leben. Er atmet nicht mehr, sein Herz schlägt nicht. Ich muss ihn schleunigst retten. Mach das. Oh nee. Hallo. Jetzt nimmt er das nicht mehr an? Das hat er jetzt auch wieder nicht. Wieso nimmt er das nicht mehr an? Ja, geil. Wieso nimmt er die Taste denn nicht an? Gott sei Dank. Er wird überleben. Holmes, stehen Sie nicht herum. Tun Sie etwas. Schätzen Sie die Gefahren und Risiken richtig ein und handeln Sie zügig, um den Menschen das Leben zu retten. Der ist verletzt. Au, meine Schulter. Das ist ein Fall für Watson. Und wo ist Watson? Hallo? Ich glaube, einer ist gerade gestorben. Holmes diesem armen Mann ja helfen. Ja, was denn nun? Beim Gemüsekarren steht ein alter Mann, der Ihre Hilfe benötigt. Wo ist der Gemüsekarren? Der da. Au! Meine Schulter! Ich bin Arzt. Dürfte ich mir Ihre Schulter mal ansehen? Nein. Ich denke, ich muss das so machen, dass der am wenigsten Schmerzen hat. Ich verstehe es nicht, ganz ehrlich. Vielen Dank für die Hilfe. Gerne, gerne. Mir geht's gut, danke. Keine sichtbaren Verletzungen. Vielleicht hilft ja Ammoniak. Okay. Oh, mein Kopf. Hier ist es nicht sehr sicher. Hier drüben. Vielleicht kann Holmes diesem armen Mann ja helfen. Blutung wird von selbst aufhören. Ja, das ist schön. Eingeklemmte Beine, das ist richtig. Oh, okay. Okay.
Oh, ich dachte gerade schon was anderes. Und warum macht er das nicht? Mit dem richtigen Werkzeug könnte ich einen Teil des Gerüsts entfernen. Ich brauche Hilfe! Danke für die Hilfe. Helfen Sie mir bitte, mein Bein. Watson kann hier sicher viel besser helfen. Oh! Hier! Mann, lauf doch mal! Keine sichtbaren Verletzungen. Mal wieder Beine eingeklemmt. Hohes Gewicht. Ah, okay, eine Holzstange. Was für eine Tragödie! Was für eine Tragödie! Naja. Helfen Sie mir bitte! Mein Bein! Ich bin Arzt. Lassen Sie mich mal schauen. Holmes sitzt da hinten schon ganz bequemlich. Knochenuntersuchung, Verletzung. Das tut weh! Das ist eine hässliche Wunde. Ja, das bringt ihm sicher viel. Die Knochen sind wohl heil. Ich denke, ein Notverband sollte vorerst reichen. Einen Moment, ich hole alles Notwendige. Ich lege jetzt den Verband an. Tue ich das? Achso. Ja, ich würde so ja erstmal. Kann ich das noch nicht verbinden? Ich wollte gerade sagen, ich würde ja jetzt erstmal mit den Sachen anfangen. Kann man das nehmen? Genau. Klemm das mal einfach von außen ins Bein rein. Vielen Dank, Doktor. Okay, nur 3 gestorben. Also für mich schon eine gute Bilanz. Vielen Dank, Doktor. Holmes, da wurde wohl jemand festgenommen. Vielleicht ist es ja die Person, die für das hier verantwortlich ist. Ja, das soll ich mit dir sprechen. Was halten Sie von diesem Unfall, Holmes? Das werden wir noch herausfinden, denke ich mal. Lassen Sie mich gehen. Das ist Unsinn. Einen Polizeibeamten beleidigen. Was jetzt? Reicht es? Um was geht's hier, Constable? Mr. Holmes, dieser Mann hier hat das Gerüst errichtet, das eingestürzt ist und das alles hier verursacht hat. So war's nicht. Sie sind verletzt. Hab einen Hammer abbekommen. Wie? Er ist vom Gerüst gefallen. Als das verdammte Ding zusammenkrachte, flog er runter und erwischte mich am Bein. In dem Moment standen Sie da drüben? Oh ja, dort drüben stand ich. Wenn das so ist, kann er den Einsturz des Gerüsts nicht verursacht haben, Constable. Vielleicht war es nicht stabil genug. Ja, natürlich. Und was hat es umgestoßen? Vielleicht waren Sie es ja mit diesem verfluchten Stock, den Sie da haben. Wenn Sie so weitermachen, bekommen Sie ihn früh genug zu spüren. Moment, Constable. Das Gerüst ist vollständig in sich zusammengebrochen. Es ist unwahrscheinlich, dass dieser Mann für das Desaster hier verantwortlich ist. Ich würde mich hier gerne einmal umsehen. Falls Sie sich nützlich machen wollen, sperren Sie das Gebiet ab. Niemand soll den Bereich hier betreten oder verlassen. Haben Sie verstanden? Natürlich, Mr. Holmes. Dieser Unfall ist ungewöhnlich. Ich muss mich auf die Details konzentrieren. Ich muss alle Beteiligten in der Unfallsequenz unterbringen. Ach du Scheiße, wo ich ja diese ganzen Sequenzen so toll kann, ne? Oh Gott, kann man denn hier irgendwas anklicken? Ich kann ja auch nichts anklicken irgendwie. Gefundene Elemente, kann man hier T drücken? Auch nicht.
kann ja irgendwie gar nichts machen. Ich kann auch nicht scrollen oder mich bewegen. Hä? Oder muss ich erst mit denen sprechen? Oh, mein armes Bein. Karte des Unfallorts. Moment. Bilden Sie die Reihenfolge der Ereignisse während des Unfalls nach, um herauszufinden, was das Ganze verursacht hat. Nee, das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Da muss ich aber doch hier. Diese Kutsche fuhr ins Gerüst, das dann einstürzte. Ah, okay, dann ist es wirklich so, wie ich das gedacht hatte. Ein üblicher Phaeton. In unüblicher Lage. Diese Kutsche fing nach der Explosion im Lampengeschäft Feuer. Mit solch einer Droschke kann man hohe Geschwindigkeiten erreichen. Darf ich Ihnen ein paar Fragen zu dem Unfall stellen? Es passierte alles so schnell. Es gab eine Explosion und mein Pferd bockte und schleuderte mich gegen die Schränke da. Diese Schränke fielen um wie Dominosteine. Hier fielen die Kürbisse nach der Kollision herunter. Guten Tag, mein Herr. Dürfte ich Ihnen wohl ein paar Fragen stellen? Ich untersuche diesen Unfall. Sind Sie der Fahrer dieses Wagens? Ja, ich hatte Gemüse von meinem Hof geladen für den Markt in London. Okay. Was können Sie mir über den Unfall sagen? Nichts. Es gab eine Kollision, ich flog zu Boden und danach war mir ganz schwindelig. Eine Kollision womit? Mit dem Ding da vor mir. Hielt ganz plötzlich an und ich wollte noch ausweichen, aber ich war nicht schnell genug. Wissen Sie, warum diese Kutsche so plötzlich abbremste und anhielt? Keine Ahnung. Diese Wartungskutsche wurde in diesen tragischen Unfall verwickelt. Die alten Gaslaternen hier wurden durch elektrische Laternen ersetzt. Eine Wasserpfütze und Strom. Eine tödliche Kombination. Ohne Hilfsmittel kann ich da nichts machen. Kann ich jetzt so durch? Fertig. Ah, okay. Aber ich muss ja eigentlich in die Richtung durch, ne? Eine echte Katastrophe ist das. Ja, das ist klar. Puh. Bitte, nicht jetzt. Ich stehe unter Schock. Aber wo sind die restlichen vier Hinweise? Solch einen Unfall habe ich noch nie zuvor erlebt. Ja, das glaube ich dir gern, Watson. Die hatte ich alle schon. Das Pferd konnte wegen der Fahne nichts sehen und raste in das Schaufenster. Ja. Diese umgestürzten Lampen könnten das Feuer und die Explosion verursacht haben. Festliche Fahne. Ein toter Fahrer. Ein weiteres Opfer der Explosion. Festliche Fahnen. Oh, mein armes Bein.
Was für ein Desaster. Moment. Ein Karren, der seine besten Tage hinter sich hat. Nee, auch nicht. Oh, warte mal. Dieser Mechanismus hat definitiv eine Rolle bei dem Unfall gespielt. Hebemechanismus, Gegengewicht. Das Visualisierungstalent hilft Ihnen dabei, sich Objekte und Ereignisse bildhaft vorzustellen. Das war es anscheinend nicht. Irgendwie stehe ich jetzt hier total auf dem Schlauch. Also ich hätte ja jetzt gesagt... Aber das Brett zuckt hier so komisch. Ach, der Kürbis ist auch noch da drin, oder wie? Nee, ne? Hä? Nein, so lief das nicht ab. Was hat das jetzt mit dem Kürbis zu tun? Der wird dann da auf die Straße geschleudert oder wie soll ich mir das jetzt vorstellen? Oh Gott. Also ich nehme mal an, dass irgendeiner erstmal an diesen an diesen Mechanismus hier rumgeschraubt hat. Aber das würde trotzdem heißen, dass das Gegengewicht dann runterging und dann die Plattform und der Balken und der Kürbis. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nein, so lief das nicht ab. Oder heißt es jetzt doch, dass der Balken irgendwie, der Balken, nicht der Kürbis, irgendwie da drauf geflogen ist. Aber der liegt ja hier vorne, deswegen verstehe ich es irgendwie nicht so ganz. Ich muss jetzt gestehen, ich bin jetzt gerade etwas ratlos. Gegengewicht ist runtergerasselt. Ach, jetzt kann man das wieder nicht anwählen. Das hat dann das irgendwie, keine Ahnung. Die Plattform ist hochgegangen, der Balken und der Kürbis. Was weiß ich denn? Nein, so lief das nicht ab. Ja, aber das wäre ja schwachsinnig, wenn als erstes die Plattform irgendwie nach oben gegangen wäre. Balken, Kürbis, keine Ahnung. Nein, so lief das nicht ab. Ja, das weiß ich selber, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt auch keine Lust, hier 20 Mal zu versuchen, das hinzukriegen. Also für mich ist es logisch, dass einer an dem Hebemechanismus gedreht hat. Dadurch ist das Gegengewicht hoch oder runtergezogen worden, wie auch immer. Und dadurch ist die Plattform dementsprechend da draufgeknallt. Und, oder muss ich erst den Kürbis, die Plattform ist da draufgeknallt. Der Kürbis ist dann
Was weiß ich. Nein, so lief das nicht ab. Ich begreife es gerade wirklich nicht. Oh, nee, ich wollte eigentlich nicht in die Pause reingehen. Kann man hier auch wieder rausgehen irgendwie? Achso, mit F selber. Weil wir brauchen ja erstmal auch noch diese drei fehlenden Elemente. Der Strom. Okay. Dieser Wagen wurde vom einstürzenden Gerüst getroffen. Vom einstürzenden Gerüst, okay. Darf ich Ihnen ein paar Fragen zu dem Unfall stellen? Bitte. Nicht jetzt. Ich stehe unter Schock. Oh, sehr gut. Das kann doch nicht sein. Zwei Sachen fehlen mir immer noch. Ich meine, ist ja schön und gut, dass dieses Gerüst irgendwie damit zu tun hat. Was für ein Desaster. Darf ich Ihnen ein paar Fragen zu dem Unfall stellen? Es passierte alles so schnell. Es gab eine Explosion und mein Pferd bockte und schleuderte mich gegen die Schränke da. Die ich aber auch schon gedingst habe. Darf ich Ihnen ein paar Fragen zu dem Unfall stellen? Nein, dürfen Sie nicht. Verschwinden Sie. Nicht sehr höflich, der Kerl. Ja, mein Problem ist, dass ich jetzt nicht mehr so viel Zeit habe, weil ich gleich losfahren muss. Dass ich aber schon gerne das Ganze vorher noch hätte. Eine echte Katastrophe ist das. Also geschafft hätte, abgeschlossen hätte, wie auch immer. Ich kann man auch nicht irgendwas. Das mit dem Mechanismus, okay, das verstehe ich, aber. Also, dass das vielleicht noch ein Hinweis ist? Oder bekomme ich danach dann erst den nächsten Hinweis? Das kann natürlich auch sein. Wie gesagt, bei mir ist jetzt gerade im Moment nur das Problem, dass die Zeit ein bisschen drängt und ich jetzt nicht davon ausgegangen bin, dass diese Folge jetzt so lange dauert. Mr. Holmes? Was halten Sie von diesem Unfall, Holmes? Oh, mein armes Bein. Also ich denke mal, dass das jetzt wirklich alles mit diesen Dingen hier zu tun hat. Ja. Dann muss ich leider schweren Herzens sagen, da ich nicht glaube, dass ich das jetzt innerhalb von 2 Minuten rausfinde, dass wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen und ja, je nachdem, wie lange der Teil danach ist, ich das entweder später nochmal zusammenschneiden werde oder wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao.